Hallo Freunde und willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es die Top 5 Push-Up-Varianten. Genauso wie mein Video die Top 5 Klimmzug-Varianten, möchte ich euch hier die meiner Meinung nach 5 besten Push-Up-Übungen zeigen. Als erste Übung haben wir die Diamond Push-Ups. Ausgeführt werden diese mit einer engen Armhaltung. Bei dieser Variante wird der Trizeps stärker belastet und eignet sich genauso wie Engbankdrücken super als Anfangsübung in einem Trizeps-Workout. Nun kommen wir zur zweiten und einfachsten Übung aus meiner Liste, die Incline-Push-Ups. Der Unterschied zu den klassischen Liegestützen ist, dass ihr hier die Hände auf einer Erhöhung platziert. Je höher das Objekt, desto einfacher wird die Übung. Bei dieser Variante wird wie beim Negativbankdrücken verstärkt die untere Brust aktiviert. Wer mit seiner unteren Brust zufrieden ist und den Fokus lieber auf die obere Brust legen will, der sollte die dritte Übung, die Decline Push-Ups, ausprobieren. Diese Variante ist wie das Schrägbankdrücken im Studio und trainiert verstärkt die obere Brust sowie die vordere Schulter. Je höher das Objekt unter euren Füßen ist, desto mehr wird die Schulter belastet. Als vierte Übung haben wir die Archer-Push-Ups. Ausgeführt werden diese mit einem Arm, während der andere durchgestreckt ist und nur als Stütze dient. Diese Variante ist deutlich anspruchsvoller als die vorherigen, da ihr hier fast die ganze Belastung auf einem Arm habt. Ich empfehle diese Übung jedem, der Kraft für die einarmigen Liegestütze aufbauen möchte. Bei der letzten Übung haben wir die Pike Push-Ups. Pike Push-Ups sind wie das Schulterdrücken im Studio und trainieren eure Schultern. Diese Übung eignet sich hervorragend, um eure Schultern für Handstand Push-Ups vorzubereiten. So Freunde, da sind wir am Ende des Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es so ist, dann lasst mir ein Abo da und verpasst nicht die nächsten Videos. Falls ihr bestimmte Themenwünsche habt oder Übungen lernen wollt, dann schreibt es mir doch in die Kommentare. Macht's gut und haut rein, euer Bauer.